Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, direkt in der Nähe des Bundestages in Café Die 1. Und mein Gast heute zum Thema ESM und Fiskalpakt, Sarah Wagknecht. Ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Das ist ganz toll, Sie mal hier aus der Nähe betrachten zu können. Man sieht Sie immer so voller Kontenance und Stärke immer in diesen Talkrunden sitzen. Die erste Frage grundsätzlich zu Ihrer Person, wie man schätzt Sie als hochdisziplinierte Frau ein? Woher kommt das? Also ein bisschen muss man sich ja zur Disziplin auch zwingen. Also ich glaube, im Privatleben bin ich viel legerer, als viele sich das vorstellen können. Aber wenn man in so einer Talkshow ist, wenn man sich nicht fürchterlich zusammennimmt, man hat ja manchmal das Gefühl, man möchte jemanden ohrfeigen oder würgen. Also manchmal kriegt man ja eine Arroganz zu spüren, eine Überheblichkeit, auch eine Lügerei. Also oft sagen ja auch Leute wieder besseren Wissens einfach Dinge, die ganz klar nicht stimmen. Und das wissen sie auch. Und wenn man sich da nicht zusammennimmt, ist zumindest bei mir so, dann wird man selber auch unsachlich oder ist man zumindest in der Gefahr, dann auch jemanden anzuschreien. Und ich versuche dann immer, mich so zu bändigen und zu sagen, du, ich will jetzt hier mit meinen Argumenten durchdringen und nicht damit, dass ich jetzt hier irgendwie den Folterer mache. Und deswegen gibt das wahrscheinlich nach außen so ein etwas, ja, sehr, sehr kontrolliertes Bild. Aber das ist einfach auch, weil ich denke, man sollte auch wirklich in Talkshows versuchen, mit den Argumenten die Leute zu erreichen. Weil Sie sagen Privatleben, die Deutschen sind momentan vollkommen mit Fußball beschäftigt. Da muss ich total passen, da habe ich keine Ahnung. Sie haben aber Ahnung zur ESM und Fiskalpakt, hoffe ich. Mich würde die Frage interessieren, ist Ihnen bewusst oder glauben Sie, dass wenn jetzt überall in den Zeitungen und in den Medien Fußball läuft, dass die Bürger überhaupt mitbekommen, welche Tragweite die anstehenden Entscheidungen hat im Bundestag? Die Gefahr ist natürlich ganz groß und das wird ja durchaus von der Regierung, glaube ich, auch sehr bewusst in Kauf genommen oder auch sehr gern gehabt, dass die Leute sich lieber mit Fußball beschäftigen als mit dem, was jetzt ansteht. Zumal das ja so abstrakt klingt, ESM, Fiskalpakt, da wissen die meisten überhaupt nicht, was das ist. Das sind irgendwelche Kürzel, das sich dahinter verbirgt, dass wir also Milliarden nochmal zur Verfügung stellen, um Banken zu retten, um Finanzspekulanten freizukaufen. Dass es überhaupt nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwie Europa retten oder den Euro retten. Wir retten die Euros in ganz bestimmten Vermögensportfolios, nämlich bei reichen Leuten. Das ist der eigentliche Kern dieser ganzen Geschichte. Und da muss man schon hinter die Kulisse gucken. Und da finde ich auch bedauerlich, viele Medien, die eigentlich, viele Journalisten, die eigentlich die Aufgabe hätten, das offenzulegen, schreiben dann lieber darüber, dass wir doch nicht immer für die griechischen Rentner haften können, was völliger Nonsens ist. Also so gut wie kein Euro ist bisher an die griechischen Rentner geflossen. Und das ist eben, da wären die Medien auch ihrem Aufklärungsauftrag nicht gerecht. Und jetzt noch mit der Fußball-EM obendrauf ist die Gefahr groß, dass das alles so durchgeht. Eigentlich müssten wir am Freitag, wenn das beschlossen wird im Reichstag, Millionen Demonstrationen vom Reichstag haben, weil diese Verträge bedeuten, Demokratie wird abgeschafft, Sozialstaatlichkeit ist erledigt in Europa und zwar, wenn man die Verträge einhält für alle Ewigkeit. Also nun ist es in der Geschichte in der Regel so, dass Verträge irgendwann auch nicht mehr eingehalten werden. Aber von der Sache her ist das wirklich ein Großangriff gegen alles, was bisher mit der europäischen Idee, mit Europa auch verbunden wurde, an Idealen, an positiven Bezügen. Und deswegen eigentlich müssten wir richtig viel Gegenwehr kriegen. Sie nennen es Großangriff. Ein Zuschauer hat die Frage gestellt, öffnet man nicht damit die Büchse der Pandora? Ich würde das nicht so ernst. Sie sagen, Millionen sollten eigentlich hier auf die Straße gehen. Vor 10 Jahren, meiner Meinung nach, waren Sie ein rotes Tuch. Und jetzt haben Sie tatsächlich sehr, sehr viele Anhänger. Ich habe bei mir auf Facebook gelesen, also mittlerweile gehören Sie zu den wenigen, die zumindest meine Zuschauer wählen würden gerne. Aber jetzt muss ich die freche Frage stellen. Ich habe mir Ihren Parteitag angeguckt. Und ich glaube, es gibt den einen oder anderen, vielleicht sogar einige, wenn nicht sehr viele, die sagen, kann sich denn nicht diese Wagenknecht und dieser Gysi und der Lafontaine und der Ernst und der Bartsch, können die sich nicht einmal am Riemen reißen, jetzt wo es so ernst ist und ja, das machen, wofür sie da sind, nämlich Verantwortung tragen und eben diese Millionen auch auf die Straße zu bringen. Ist das jetzt nicht Ihre Aufgabe, Frau Wagenknecht? Ja, das ist natürlich Aufgabe auch der Linken und wir versuchen das ja. Aber man muss natürlich auch sagen, eine Partei alleine bringt nicht Millionen auf die Straße. Also wir sind ja eng auch zum Beispiel im Bündnis gewesen mit Blockupy bei der Frankfurt-Demonstration. Wir haben da versucht, auch unseren Beitrag zu leisten. Da sind ja auch viele Mitglieder, viele Sympathisanten der Linken nach Frankfurt gefahren. Wir versuchen mit den Gewerkschaften im Gespräch zu sein, die eigentlich auch gefordert wären. Also der DGB hat ja auch klar gesagt, eigentlich müsste man diese Verträge jetzt ablehnen, diese Milliardengräber. Und gleichzeitig stimmt die SPD
dem ja zu. Das heißt, eigentlich müssen auch die Gewerkschaften mobilisieren. Sie machen es aber nicht, weil sie zumindest oder nur Teile. Also es gibt dann immer mal Gewerkschaftsjugend oder irgendeine Ortsgruppe, die dann mobilisiert, aber der DGB als Gesamtes nicht. Und da versuchen wir natürlich unsere Möglichkeiten, unseren Druck auch zu erhöhen, dass sowas stattfindet. Aber man darf nicht die Illusion haben, eine Partei alleine könnte das lösen, sondern wir können das nur im Bündnis mit Bewegungen. Also eine Partei alleine schnippt nicht mit dem Finger und dann stehen Millionen vom Reichstag. Also wir machen ja eine Demonstration vom Reichstag am Freitag um 15 Uhr und ich hoffe, dass da viele kommen, aber ich bin natürlich auch nicht voller Illusionen, weil ich irgendwie sehe, dass dieses Thema bei den Leuten noch nicht so wahrgenommen wird in der Brisanz und in der auch Gefährlichkeit dessen, was jetzt wirklich auf dem Tisch liegt und beschlossen wird. Die Nachrichtenmeldungen überschlagen sich im Moment, Zypern, Spanien. Was glauben Sie, crasht dieser Euro? Wann glauben Sie, passiert das? Glauben Sie, dass er crasht? Also wenn man Frau Merkel weiter so machen lässt und die Bundesregierung und das den Kurs in Europa bestimmt, dann wird der Euro irgendwann zusammenbrechen, weil das ist ein Kurs, der die Katastrophe führen muss. Wie würden Sie den Euro retten? Also ich würde erstmal ganz massiv über Schuldenerlass reden. Also Griechenland hat viel zu viele Schulden. Jeder weiß, dass die Griechen die Schulden nicht zurückzahlen können. Die isländische Regierung hat zum Beispiel... Ja, die haben das ja relativ cool gemacht. Also sie haben gesagt, wir zahlen das nicht und wir streichen das. Und dann mussten die Banken bluten. Es mussten teilweise auch Anleger bluten. Da kann man ja gucken, dass es nicht die Ärmeren trifft. Aber es sind ja kaum Ärmere, die Staatsanleihen haben. Also das ist ja auch so eine vorgeschobene Debatte, wo es immer gesagt wird, ja, wir retten ja unser aller Geld. Dann gucke ich mir die Vermögensstatistik an und dann sieht man sehr deutlich, was hier unser aller Geld ist. Also 50% der Bevölkerung haben überhaupt kein Geldvermögen und die anderen haben irgendwelche kleinen Riester-Konten und ein paar Sparguthaben bei der Sparkasse und eine Lebensversicherung. Aber das könnte man ohne Probleme stützen, weil wenn man sich diese Verhältnisse anguckt, und das ist schon interessant, es gibt in Deutschland etwa 1% der Haushalte sind Millionäre. Und die haben in etwa so viel Geldvermögen, wie alle Staaten in Europa an Schulden haben. Und damit ist doch klar, wo man es holen kann, wenn man es wollte. Das heißt, wenn man einen Schuldenerlass macht, dann müsste man ihn gegenfinanzieren durch eine Vermögensabgabe bei denen, die wirklich diese riesigen Vermögen haben, die profitiert haben von dem ganzen Modell, was wir hatten. Und damit könnte man die Sparguthaben der Kleinen stützen, die jetzt wirklich, sag mal, sich erarbeitet haben, ein paar Spargroschen zu haben. Ich habe geahnt, dass die Arm- und Reich-Frage kommt gleich. Was ist denn, wenn wir jetzt den Reichen, nehmen wir den Reichen alles auf einmal weg. Was machen wir denn danach? Ja gut, also von alles wegnehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also nehmen wir nur mal Deutschland, um uns ganz plastisch zu machen. Wir haben in Deutschland 2 Billionen, also 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden und wir haben 2,2 Billionen Euro Geldvermögen der Millionäre und Multimillionäre. Nehmen wir mal an, man nimmt denen nur 50%. Dann sind die immer noch Millionäre und Multimillionäre, hat der Staat, die Kommunen, die Länder auf einen Schlag die Hälfte ihrer Schulden los. Und wie schaut es denn nachhaltig, wie kann man denn eine Währung so gestalten, dass sie nachhaltig auch nicht nur jetzt, um die Kassen aufzufüllen, ja, durch das Geld erreichen, sondern auch noch in 10 Jahren stabil bleibt? Also ja, das würde mich die nachhaltige alles, Lösung fragen. Es dürfte nicht alles so weitergehen wie bisher, das ist völlig klar. Also man muss erstmal einen Cut machen, die Schulden müssen runter und dann muss man zwei Maßnahmen meines Erachtens. Erstens braucht man eine andere Steuerpolitik. Wir haben ja in Europa seit Jahren eine Steuerpolitik, die Reiche entlastet. Also wir haben ja richtig einen Steuersenkungswettlauf, weil die einzelnen Länder miteinander konkurrieren um niedrige Unternehmenssteuern, niedrige Vermögenssteuern. Das heißt, da bräuchten wir wirklich eine Europäisierung. Wir bräuchten europäische Mindeststeuersätze bei den Unternehmen und bei den Vermögen und bei den Kapitalerträgen. Dann würde man schon mal dort erheblich mehr Geld einnehmen, so wie das teilweise früher auch waren, hier deutlich höher. Und das Zweite, was wir brauchen, wenn der Staat wirklich Defizite macht, was in einer Konjunkturdelle durchaus sinnvoll ist oder auch um Investitionen zu finanzieren. Also die ganze Debatte, Schulden ist ganz böse und Schulden darf man nicht machen, ist ja auch Nonsens. Also jedes Unternehmen macht Schulden, wenn es investiert. Also muss der Staat auch ab und an Schulden machen. Dann sollten wir eine Möglichkeit schaffen, dass der Staat diese Schulden direkt bei der Europäischen Zentralbank machen kann. Weil wir haben ja zurzeit eine völlig verrückte Situation. Die Europäische Zentralbank ist ja eine staatliche Behörde. Wird immer so als unabhängig, aber das ist eine Staatlinie, die gehört eigentlich uns allen. So. Diese Zentralbank druckt Geld in ziemlicher Größenordnung, gibt es für lau, also für 1% an die Banken und die Banken nehmen dieses Geld und geben es dann für 7% an Spanien und an Italien und Griechenland kriegt sowieso gar nichts mehr. So, und das ist ja ein völlig sinnloser Kreislauf, das heißt, diese Europäische Zentralbank könnte ja mit dem gleichen Geld
direkt diese Staaten finanzieren und deren Defizit, und dann hätten die nicht 7% Zins, sondern 1%, und dann hätten sie natürlich viel mehr Spielräume. Das heißt, diese zwei Maßnahmen, andere Steuerpolitik und Befreiung der Haushalte der Staaten von diesen Diktaten der Banker, Diktaten der Finanzmärkte, indem sie sich direkt bei der Europäischen Zentralbank finanzieren können. Das wären zwei Maßnahmen, ganz praktisch, um die Staaten auch unabhängig zu machen, um auch Demokratie zu retten. Also wir haben ja keine Demokratie. Also wenn die Staaten eine Politik machen müssen, die so ausgerichtet ist, dass sie den Finanzmärkten gefällt, dann ist das das Ende jeder Demokratie, weil sie sich ja gar nicht mehr daran richten können, was ihre Wähler wollen. Und das ist etwas, was man durch eine solche einfache Maßnahme verändern könnte. Ich will es Ihnen jetzt da nicht einfach machen, weil Sie sagen, die Finanzmärkte und die Reichen und so weiter. Nehmen wir an, es sind unsere Reichen und unsere Finanzmärkte, und es gibt nicht die Rentner, die Hartz-IV-Empfänger nicht mögen und so weiter. Nehmen wir einfach an, wir sitzen alle in einem Boot, Frau Wagenknecht. Was ist jetzt zu tun? Also wie können wir alle gemeinsam in diesem Boot überleben? Naja, wir sitzen nur insoweit in einem Boot, dass also viele irgendwie doch auf dem Unterdeck sitzen und ganz wenige oben auf dem Mast. Und da muss man halt gucken, wie man dort etwas an den Relationen verändert. Wenn das Schiff untergeht, gehen aber alle mit runter. Ja, aber das ist ein Bild, was so nicht trägt. Ja. Weil das Schiff geht nicht unter, wenn man die vom Mast runterholt, sondern im Gegenteil. Das Schiff könnte sich dann deutlich besser, dann könnte deutlich mehr Fahrt aufnehmen. Also diese extreme Zusammenballung von Vermögen am oberen Ende ist ja etwas, was die Gesellschaft insgesamt krank macht, weil sie bedeutet, dass viele, viele Leute einfach gar nicht mehr sich die Dinge leisten können, die sie sich gerne leisten würden. Sie können nicht mehr kaufen, sie können nicht mehr einen normalen Lebensstandard haben. Und damit ist natürlich auch immer wieder das Problem, gerade in Deutschland, die ganze Konjunktur hängt am Export. Der Export bricht jetzt gerade weg, weil eben in Spanien und in anderen Ländern die Leute auch nichts mehr kaufen können. Und das ist ja eine Spirale, die ist ja absurd. Also Sie sind eine anerkannte Expertin, was das Thema Wirtschaft angeht. Warum häuft denn das Geld sich immer an irgendwo? Wieso wird das immer größer und wieso entsteht diese Schere? Es ist schon im Kern dieser Wirtschaftsordnung, Kapital akkumuliert sich. Also da hat Marx vor 200 Jahren das gesagt, was heute immer noch gilt. Also wenn man einmal sehr, sehr große Vermögen hat, durch den Zins- und Zinseszinseffekt, kommt immer mehr Geld dazu. Und das ist natürlich in der Wirtschaft dann vor allem auch eine Machtbasis von Eigentumsverhältnissen. Also sehen Sie eine Möglichkeit, wenn man am Zins- und Zinseszins ansetzt, dass da eine Lösung herbeigeführt werden kann? Na, ich glaube, man darf es nicht nur über den Zins definieren, weil Ausbeutung ist ja einerseits über den Zinseffekt, aber wenn ich Dividenden beziehe, beute ich auch aus. Das Problem der heutigen Wirtschaftsordnung ist, dass wenige aufgrund ihrer Vermögen von der Arbeit anderer leben können. Und das können sie, wenn sie Geldvermögen haben, weil sie Zins und Zinseszins beziehen. Das können sie aber auch, wenn sie große Betriebsvermögen haben, weil sie dann Dividenden beziehen oder andere Ausschüttungen als Gesellschafter. Und deswegen glaube ich, der Kern des Problems ist tatsächlich die Eigentumsordnung. Also ist das Weitergeben riesiger Vermögen von einer Generation zur nächsten, da müsste eigentlich angesetzt werden. Also wenn jeder nur das hat an Vermögen, was er sich selber arbeiten kann, dann kommt da in den seltensten Fällen ein Vermögen dabei raus, wo man irgendwie vom Zinseszins leben kann. Also ein normaler Arbeitnehmer, selbst wenn er gut bezahlt wird, dann spart er sich vielleicht im Leben irgendwie 50.000 Euro an, oder wenn er sehr gut bezahlt wird, kann er auch mal in die 100.000 kommen. Aber da kann kein Mensch vom Zins oder Zinseszins leben. Und dann ist es auch kein Problem, Zinsen zu zahlen, wenn einer einfach für Lebenslagen spart oder dafür, dass er den Kindern später die Bildung finanziert oder irgend sowas. Das Problem ist diese Anhäufung von Vermögen. Die hat mit den wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen zu tun. Deswegen glaube ich, wir brauchen wirklich eine andere Wirtschaftsordnung. Also alles, was wir sozusagen ändern im Steuersystem, was ich vorhin gesagt habe, das ist alles wichtig. Aber im Kern muss man darüber reden, wir brauchen ein anderes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Also man muss die Systemfrage meines Erachtens stellen, weil das, was wir heute haben, ist eine Systemkrise. Ja, zum Schluss doch noch eine private Frage an so. Heute ist es nicht sonnig, aber im Sommer, wenn Fußball läuft und Leute ESL nicht mitbekommen und Fiskalpakt nicht mitbekommen, was machen Sie da? Was trinken Sie? Wo gehen Sie hin? Wie entspannen Sie sich, Frau Wagenknecht? Ja gut, was ich trinke, hängt ein bisschen von der Uhrzeit ab. Also morgens ist natürlich irgendwie der grüne Tee oder der Latte Macchiato angebracht. Marina Weißband ist Wodka-Fan. Sie? Oh, nee, sowas vertrage ich gar nicht. Also ich trinke gerne irgendwie schön Weißwein, Riesling, gerade aus der Saarregion oder Mosel. Das ist, und dann noch schön gekühlt, also das ist im Sommer ganz fantastisch. Aber die harten Sachen, das verkrafte ich nicht, da bin ich nicht dran gewöhnt. Dankeschön, Frau Wagenknecht. Wir haben vereinbart, nach der Sommerpause unterhalten wir uns mal über das Grundeinkommen. Gerne. Ich freue mich auf das Gespräch, bedanke mich für dieses Gespräch. Und für euch sehr spannend, die Links zu den anderen Interviews zu diesem Thema mit Hertha Leubert-Melin und Franz Schäffler
Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten und empfehle das Buch Occupy Money von Professor Margaret Kennedy. Bis zum nächsten Mal.